In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, warum ich mich entschieden habe, mein bestehendes, sehr gut laufendes Online-Business zu stoppen und komplett bei Null anzufangen. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Der Podcast für mehr Motivation, Inspiration and Transformation für dich als Frau in deiner Selbstständigkeit. Normalerweise interviewe ich ja immer inspirierende und spannende Menschen hier in diesem virtuellen Raum. Und ich komme auch gerade aus so einem Gespräch und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich so im Flow mit dem Sprechen. Jetzt nehme ich an der Stelle einfach nochmal eine Solo-Podcast-Folge auf, weil mein Beitrag, der heute Morgen rausgegangen ist, zum Thema, warum ich mein bestehendes Online-Business aufgebe und bei Null anfange, der ist komplett durch die Decke gegangen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich spreche einfach mal ein Stückchen oder ein bisschen darüber, ohne jetzt mir irgendwie zu überlegen, was ich sage. Ich habe einfach den Record-Button geklickt and here I am. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr mich die letzten Monate so unterstützt habt. Das bedeutet mir richtig, richtig viel und was mir besonders auffällt, ist, dass seit ich mich noch mal ein Stück mehr geöffnet habe, seit ich noch authentischer bin, mein Herz noch offener ist, begegnen mir andere Menschen auch noch mal viel, viel offener. Und gerade auch auf Social Media, wo ja vieles immer so vermeintlich perfekt ist und meiner Meinung nach auch vieles extrem gefaked ist, habe ich nochmal eine viel stärkere Verbindung zu meiner Community. Meine Interaktion ist extrem gestiegen und die Menschen können sich einfach nochmal besser mit mir verbinden, weil sie wahrscheinlich spüren, dass ich auch nochmal viel, viel echter bin, als ich es vorher war. Also das noch als Tipp für dich, wenn du gerade an einem ähnlichen Punkt bist. Hab keine Angst davor, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Hab keine Angst davor, Dinge anzusprechen, die dir am Herzen liegen. Hab keine Angst davor, etwas loszulassen, weil es gehen immer neue Türen auf. Immer. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass es das Gegenteil der Fall war. Und gerade jetzt, auch nach dem Mask-Off-Seminar-Wochenende, da ist so viel Power drin, da ist so viel gute Energie in mir, so viel Motivation und auch so viel Selbstliebe, Dankbarkeit und Demut, dass das einfach auch über ein Handy, über die sozialen Medien bei den Menschen ankommt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und sage dir nochmal from my heart to your heart vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, viele haben mir die Frage gestellt, Alessandra, was ist denn jetzt los? Was wirst du denn machen? Bist jetzt nicht mehr Mentorin, bist jetzt nicht mehr Business Coach? Sagen wir es mal so, ich weiß es nicht so genau. Also, was ich weiß, ich fokussiere mich mal darauf. Was ich weiß ist, ich liebe Business, ich liebe strategisches Arbeiten und ich liebe auch die Spiritualität. Ich liebe all dieses Feinstoffliche, ich liebe all das, was wir mit den Augen nicht sehen können, sondern nur mit unserem Herzen wirklich hören. Und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich genau diese beiden Welten miteinander verbinden. Und das hat vor ein paar Monaten angefangen. Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Und da haben mich auch viele gefragt, ja, wie kam es denn jetzt auch, dass du einen Hund hast und mit deinen Haaren und mit deinen neuen Formaten? Ich spule mal ein bisschen zurück, so mit dieser Rewind-Taste, wie man früher beim Kassettenrekorder. Blub. Mir einmal vor ein paar Wochen, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, so kann es nicht weitergehen und das Thema haben wir eh schon, oder das Fass haben wir eh schon oft aufgemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen und dann sind plötzlich magische Dinge passiert und ich habe gespürt, dass ich mich unglaublich wohlfühle, dass ich mich unglaublich wohlfühle in dieser neuen Rolle, dass ich mich unglaublich wohlfühle, dass es auch ausgesprochen ist und vor allem, dass ich mich unglaublich getragen, gesehen und geliebt fühle. Und das hat mich total motiviert und das hat mich auch inspiriert, nochmal
ein Stück mehr tiefer zu gehen und mir immer wieder die Frage zu stellen, wer will ich sein und vor allem, wie will ich sein und wie will ich auch mein Business leben. Und was immer wieder kam, ist so dieser höchste Wert von Freiheit. Und ich weiß, dass ich jetzt diese Folge aufnehme und in ein paar Wochen sowieso schon wieder alles anders ist. Ich muss dann im Nachhinein immer schmunzeln. Aktuell ist es so, dass, ich sag mal, die einschneidendsten Ereignisse oder die einschneidendsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren auf jeden Fall das mit meinen Haaren. Da schmunzelst du jetzt vielleicht. Ich bin aber immer braunhaarig gewesen in meinem Leben und ich habe für mich gespürt, ich möchte ein Stück weit lieblicher, ich möchte mehr in diese weibliche Energie gehen. Und deswegen haben wir die Haare ein bisschen heller gemacht, was für mich ein riesiger Schritt war. Und ich habe mir dahingehend auch neue Klamotten gekauft. Auch oftmals trage ich jetzt mehr Kleidchen, mehr auch luftige Kleider, mehr auch einfach, um mehr diese weibliche Seite von mir auch zum Ausdruck zu bringen, die, ich würde sagen, in den letzten Jahren auf jeden Fall zu kurz gekommen ist, weil ich auch sehr, sehr oft in der männlichen Energie war. Und das habe ich verändert. Dann habe ich natürlich auch die Entscheidung getroffen mit Milo, mit meinem kleinen Toypudelwelpen. Und alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich wollte immer einen kleinen Hund haben. Ich habe aber mir selber immer eingeredet und mein ganzes Umfeld hat mir immer eingeredet, du hast keine Zeit dafür, du bist immer nur unterwegs, ein Hund passt nicht in deinen Lebensstil. Und, und. Und für mich war jetzt der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Ich will sowieso mein Leben verändern. Ich will nicht mehr 8 Coaching-Calls am Tag machen, 12 Stunden am Tag am PC sitzen. That's not the life I want. Und das ist auch nicht das, was ich manifestieren will. Und habe deswegen nach einem wunderschönen Erlebnis mit einem anderen Toypudel irgendwo in Österreich die Entscheidung getroffen, dieser Hund hat mir in dem Moment so viel Liebe und so viel Geborgenheit geschenkt, dass ich am anderen Morgen aufgestanden bin und gesagt habe, so, jetzt fertig, ich kaufe mir einen Hund. Und ich bin auf die Suche gegangen nach guten Züchterinnen und ich glaube sehr stark an Manifestation. Es sah unmöglich aus, ihn irgendwie in einer absehbaren Zeit zu einem Toypudel zu kommen. Und ja, wie das Leben so spielt, plötzlich habe ich eine Züchterin gefunden. Das war am Mittwoch, wo sie mir geschrieben hatte. An demselben Tag übrigens, wo ich beim Friseur meine Haare heller gemacht habe, kriege ich die E-Mail. Es ist noch ein Rüde da in der Farbe Aprikot. Genauso wollte ich ihn haben. Sie können jederzeit vorbeikommen. Rufen Sie mich bitte an. Ich rausgestürmt, angerufen, einen Termin vereinbart für Freitag, also 2 Tage später. Und an diesem Nachmittag saß ich in dem Raum, habe den damals, also er heißt eigentlich Lysander, der Hund nach Stammbaum, auf meinem Schoß gehabt und ich wusste, von nun an ist mein Leben nicht mehr das gleiche. Dieser kleine Mann hat mir da schon so viel Ruhe, so viel Liebe, so viel Geborgenheit geschenkt und auch so viel Lebensfreude nochmal. Und da habe ich gespürt, der erinnert mich wieder an meine wahre Essenz, an mein wahres So-Sein. Und es, ja, was soll ich sagen, es gab keinen Weg zurück mehr. Bin dann zum Bankomat gefahren, habe 750 Euro geholt, habe den Hund anbezahlt. 2 Wochen später haben wir ihn dann abgeholt. Und jetzt, ja, Milo, ich gucke gerade zu ihm runter, jetzt ist er genau 8 Tage bei uns, es läuft super, er ist unglaublich süß, mega lieb. Ich bin die ganze Zeit zu Hause, kümmere mich um ihn, gehe mit ihm raus, kann trotzdem mein Business machen, habe in diesen 8 Tagen auch schon wieder neue Kunden abgeschlossen, habe in diesen 8 Tagen mein Mask-Off-Seminar durchgeführt. Da hat mein Mann auf Milo geschaut und es ist alles möglich. Klar, es ist eine Umorganisation und gewisse Dinge gehen so nicht mehr, wie sie vorher waren. Doch ich habe erkannt, für mich erkannt, dass nur weil etwas vorher so war und ich gedacht habe, es ist richtig, das heißt nicht, dass es auch so bleiben muss und dass es wirklich richtig und gut ist für mich. Und wenn ich jetzt diese letzten 8 Tage vergleiche mit den letzten Monaten, wie viel ich gehustelt, gestruggelt habe, wie viel Druck da war, kann ich nur sagen, Leute, holt euch einen Hund, wirklich, oder sonst irgendein Hobby,
weil das Leben spielt außerhalb von diesem schwarzen Loch hier, von der Kamera, und das Leben spielt auch außerhalb von diesem Gerät, von dem Laptop, und es ist so viel mehr da. Und alleine diese Entscheidungen und dann natürlich auch die Entscheidung mit meinem neuen Seminar, boah, das hat mir so viel gegeben, und ich habe mich wirklich in den letzten 5 Jahren meiner Selbstständigkeit noch nie so erfüllt gefühlt wie jetzt gerade. Und durch diese Entscheidungen hat sich natürlich auch viel in meinem Business sonst noch verändert. Wir sind gerade mit der Elena, mit der besten Grafikerin, Shoutout an dich, liebe Elena, dabei, ein komplettes Rebranding zu machen. Schrift, Logo, Design, Farben. Es wird meine Identität noch mehr in dieses Branding eingearbeitet. Und wir haben letzte Woche die ersten Vorschläge bekommen. Wir sind begeistert. Und ich kann nur jetzt schon sagen, wenn du auch an einem Punkt bist, wo sich irgendetwas nicht mehr stimmig anfühlt für dich, habe den Mut, etwas zu verändern. Du kannst nichts verlieren. Und wenn du einmal durch diese Urangst gehst, durch diese Existenzangst gehst, alles zu verlieren, und das dann überstanden hast, dann steht dir Großes bevor. Und ich hatte natürlich auch Existenzängste. Es ist selbstverständlich. Ich habe viel geweint. Ich habe gezweifelt. Ich wusste aber, meine Seele schreit danach. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Das ist meine Bestimmung. Und ich darf und ich muss diesen Weg jetzt gehen. Und es retrospektiv, rückblickend kann ich sagen, es war das Beste, was ich habe tun können, weil ich einfach so viel mehr Ruhe jetzt in mir habe und so viel mehr Sicherheit und Geborgenheit auch. Und ganz, ganz viele Menschen sind nie bereit, diesen Schritt zu gehen, weil sie in ihrer Komfortzone festhängen, weil sie so Angst haben davor, abgelehnt zu werden oder nicht mehr dazuzugehören. Und aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich dir sagen, ganz ehrlich, es ist so egal, was andere Menschen über dich sagen. Weil andere Menschen liegen nicht irgendwann an deiner Stelle auf dem Sterbebett und stellen sich die Frage, hast du wirklich dein Leben gelebt? Du liegst da. Du liegst da, du darfst dir die Frage stellen, habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es leben will? Oder habe ich mein Leben so gelebt, wie meine Eltern, wie meine Schwester, Bruder, mein Umfeld, mein Chef, mein wer auch immer, will, dass ich es lebe? Und wenn die Antwort letztere ist, dann empfehle ich dir wärmstens, jetzt eine Entscheidung zu treffen, für dich loszugehen, dir auch gerne Unterstützung zu holen, von wem auch immer, von was auch immer, aber einen kleinen ersten Schritt in diese Richtung zu tun. Denn das Ganze, du bringst das Ganze ins Rollen mit einem ganz, ganz kleinen Stein, mit einem ganz, ganz kleinen ersten Schritt. Und dann entsteht Großes. Und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge dazu motivieren, einfach mal aus deiner Komfortzone rauszugehen, in die Lernzone, dann in die Panikzone, dich einfach mal gehen zu lassen, nicht so viel nachzudenken, mutig zu sein oder noch mutiger zu sein, weil ganz ehrlich, it's all just a game. Es ist nur ein Spiel. Was soll schon passieren? Und eine Frage, die mir immer, immer hilft, schon mein ganzes Leben lang: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diese Entscheidung treffe? Was ist das Schlimmste? Und dann schreibst du das für dich auf. Und oftmals merkst du dann, ist gar nicht so schlimm. Können wir alles handeln? Kannst du alles handeln? Und genauso war es bei mir. Und das hat mir den Mut gegeben, dann diesen Schritt zu gehen und jetzt Schritt für Schritt meine neue Identität anzunehmen. Denn es ist ja oftmals so, die Menschen wollen immer vom Universe, Gott oder Göttin oder vom Göttlichen, was auch immer da oben ist oder an was du glaubst, eine Antwort haben. Oftmals ist es aber auch so, dass du erst den ersten Schritt gehen darfst, um dann eine Antwort zu bekommen oder einen Weg gezeigt zu bekommen. Und da hat mir eben es geholfen, mich zu verändern, mich jetzt schon in diese Identität einzuleben, wo ich in Zukunft hin möchte, mit den Haaren, mit dem neuen Kleidungsstil. Noch weniger Perfektionismus heißt jetzt hier auch in meinem Homeoffice den Podcast aufzunehmen, ohne mein pinkes AV Alessandra Viesti hinten an der Wand, ohne die Pflanze an der Wand. Einfach
so zu sein, wie ich gerade bin und so zu sein, wie die Situation es gerade zulässt und dann ein Stück weit, Schritt für Schritt, immer mehr zu dieser Identität zu werden, auch jetzt mit dem Hund, das sind alles Bestandteile, die irgendwann ein großes Ganzes ergeben, dass ich zu dieser Person geworden bin, die ich wirklich in meinem tiefsten Inneren sein möchte. Und jetzt gucke ich runter, der kleine Milo ist gerade aufgewacht, ich gucke mal, ob er Hallo sagen möchte. Na, mein Schatz. Na, mein Schatz, ja, ist er. Alle, die jetzt mit Bild schauen, das ist Milo, ihr Lieben. Milo ist jetzt 15 Wochen alt und wie gesagt, er ist ein kleiner Toypudel. Er ist super, super süß und hat mir jetzt schon so, so viel gelernt, gell, mein Engel. Und jetzt machen wir mal auch Schluss, denn wir gehen jetzt gemeinsam raus. Wir gehen jetzt spazieren und dann kannst du nochmal pinkeln und danach wird ein bisschen geschlafen. Also, wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch. Alles Liebe, alles Gute hier von zu Hause. Danke für euren Support und bis ganz bald. Tschüss!